Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück in meinem Kanal. Heute, es ist mal wieder soweit, ist ja schon ganz lange her. Wie kämpfe ich gegen How to Destroy Inir? Quark. Ich habe das ja irgendwann mal versprochen, dass ich das mal mache. Es ist ja jetzt auch schon ewig her, dieses Versprechen. Und endlich löse ich es ein. Quark als solches ist meiner Meinung nach einer der besten, wenn nicht sogar der beste Allianzkriegsverteidiger, den man so aufstellen kann. Wichtig bei Quark ist ein sehr, sehr, sehr hohes Spezialfähigkeiten-Level. Und wir beginnen das heute mal wieder mit dem Checken, was der so hat, was der so kann. Ich weiß, Quark gibt es eine Weile, ihr kennt den alle höchstwahrscheinlich schon. Aber hier fassen wir das alles insgesamt nochmal zusammen, so dass ich darauf gleich beim Kämpfen auch insgesamt Bezug nehmen kann. Warum ist er so ein guter Defender? Liegt an seiner erweckten Fähigkeit. Wenn der Gesteinsschild aktiv ist und Quark mit einem mittleren, schweren oder Superkraftangriff der Körperkontakt herstellt, getroffen wird, wird dem Gegner physischer Schaden von 2005 hier am Jace Quark Beispiel zugefügt. Der Schaden skaliert nur mit dem Basisangriff. Das heißt, basierend auf dem Basisangriff, den der liebe Quark hat, daraufhin wird der Schaden letzten Endes ausgeworfen. Wenn der Treffer des Gegners Energieschaden verursacht, nimmt Quark zum einen ein bisschen mehr Schaden, kommt noch, und diese Fähigkeit, dass dieser Schadensreflekt stattfindet, diese Dornen, passiert dann einfach nicht. Das heißt, als erste, leichteste, simpelste Variante, Gegner nutzen die Energieschaden verursachen, also Symbiote Supreme, Magneto, Dormammu. Vom Symbionten mal abgesehen, sind das jetzt aber keine sehr guten Beispiele. Und Mutanten-Champions, die halt weniger Schaden erleiden, ist zwar schon mal schön, aber ein Viertel weniger Schaden von 2000 sind immer noch 1775. Ist jetzt auch nicht gerade viel weniger. Oder sind es 1500? Ja, sind 1500. Sorry für den Rechenfehler. Zum nächsten Punkt. Wenn Gesteinsschild aktiv ist, hat Quark eine hier fast 60%ige Chance, die Buff abzuschütteln und eine Gesteinsschild... Da ist er wieder, der Running Gag. Hat wieder zugeschlagen. Schweinerei. Wenn er einen Debuff abschüttelt, wird eine Gesteinsschildladung daraufhin generiert. Das heißt, wenn ihr ihn pariert, wenn das betäubbarer Quark ist, der halt zu betäuben geht auf dem Knoten, auf dem er steht, dann kann er diesen Debuff nehmen und hier in dem Fall mit einer Wahrscheinlichkeit von 59,03% umwandeln in der Gesteinsladung, was wiederum dazu führt, dass wir, wenn wir gegen ihn kämpfen, mal aufpassen müssen, wie wir gegen ihn kämpfen. Quark hat eine passive Fähigkeit, die bietet ihm Immunität gegenüber Blutung und Schock. Und zusätzlich hat er eine kritische Resistenz, die entsprechend gesteigert ist, allerdings seine Energieresistenz ist dafür deutlich reduziert. Publikumsbegeisterung ist jetzt ähnlich wie bei Gladiator Hulk ähnlich. Wenn Quark einen Angriff abwehrt, wird eine Publikumsbegeisterung hinzugefügt. Plus 2 für rechtzeitige Abwehraktionen, also das Parieren. Das skaliert miteinander. Zum einen die Abwehr, zum anderen die rechtzeitige Abwehr. Also es sind insgesamt 3, wenn ihr pariert werdet von ihm. Die Publikumsbegeisterung kann durch diese Aktion nicht mehr als auf einen Wert von 6 ansteigen. So, wenn ihr Geschick einsetzt, also ausweicht durch die Geschickmeisterung, wenn ihr einen Champion nutzt, der das automatische Ausweichen hat, dann wird die Publikumsbegeisterung sich ebenfalls um 20 Sekunden um 3 erhöhen. Dadurch kann der Wert von 6 überstiegen werden auf maximal 12.
So, wenn Korg allerdings 6 Publikumsbegeisterung erreicht hat, wird er für 2 Sekunden unaufhaltsam und unabwehrbar. So. Das ist das, was ihn so ekelerregend macht. Haust du ihm auf den Block, kriegt er das irgendwann, weichst du aus, kriegt er das auch. Weiteres Ausweichen macht es nur schlimmer. Intercepten geht nicht, weil er ist ja unaufhaltsam. Das ist passiv, leider Gottes. Also auslöschen, wie zum Beispiel mit dem Cap, wenn der unter kinetischen Ladung steht, das geht nicht. Ne? Super, ne? So, schwere Angriffe. Ich lese es jetzt nicht im Detail vor, ich finde es ganz schön eklig. Es sind 2 Schläge, ein physischer Schlag und dann macht dieser Wurm irgendwas Ekelhaftes. Die Rüstungswertung wird durch einen Rüstungsbruch-Debuff, den ihr dann bekommt, um 785 für 8 Sekunden reduziert. Ja, okay, gut. Ist nicht schön, aber ist halt da. Das Gesteinsschild. Korg beginnt den Kampf mit 9 Gesteinsschildladungen. Die werden jedes Mal entfernt, wenn er getroffen wird. Wie ihr ihn trefft, ist dabei völlig egal. Ne? Nicht auf dem Block, sondern richtig treffen. Eine zusätzliche Ladung entfernt wird, wenn Korgs Hechtangriff von einem leichten Angriff unterbrochen wird. Ein Light Intercept. Das ist, ich möchte sagen, Königsklasse. Das erfordert sehr, sehr, sehr viel Übung, bis man das kann, bis man das drauf hat. Keine Panik, ich kann das auch nicht besonders gut. Ich habe andere Arten, gegen ihn zu kämpfen. Ist aber durchaus auch wichtig zu wissen, dass er diese Funktion hat. Und wenn man das oft genug geübt hat, dass man das sicher und safe kann, dann ist er im Prinzip auch überhaupt gar kein Problem mehr. Wenn ihr dem lieben Korg eine 3. Superkraft gebt, wenn ihr die reinhaut und er hat aktive Gesteinsladung, werden alle Gesteinsschildladungen entfernt auf der Stelle. Solange der Gesteinsschild allerdings aktiv ist, können mächtige feindliche Angriffe nicht mehr als 40% der gegnerischen Angriffswertung im einzigen Treffer austeilen. Das heißt, wenn Gesteinsschildladung aktiv ist, egal mit welchem Champion ihr kämpft, eure Angriffswertung ist um 40% reduziert. Blöd. Angriffe mit der 3. Superkraft können nicht mehr als 120% des gegnerischen Angriffs austeilen. Ist schön, macht jetzt ein bisschen mehr Schaden, aber der Korg verliert halt nicht besonders viel. Das heißt, die Potenz einiger starken 3. Superkräfte ist halt einfach für ein Popo. Wenn alle Ladungen verbraucht sind, dauert es zwischen 11 und 15 Sekunden, sich neu zu bilden. Und jedes Mal, wenn der Gesteinsschild sich also neu aktiviert in dieser oder nach dieser Cooldown-Phase, beginnt er mit einer Ladung weniger. Das heißt, er startet mit 9, dann mit 8, dann mit 7, dann mit 6 und es wird halt peu à peu immer weniger. Superkraft 1 erfordert Übung, dem auszuweichen. Gegner können diesem Angriff nicht ausweichen. Das heißt, ihr könnt sehr wohl eure Geschickmeisterung nutzen. Ihr könnt nicht, oder ihr könnt euch besser gesagt nicht auf das Auto ausweichen von Spider-Man zum Beispiel verlassen. Also ihr müsst das tatsächlich aktiv selbst machen. Der Angriff ist unabwehrbar, falls die falls die Publikumsbegeisterung größer als 1 ist. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, sobald sie bei 1 liegt, kann das vorkommen, muss aber nicht. Ist sie bei 2, ist es definitiv immer so, dass es nicht abwehrbar ist. Superkraft 2 hat eine erhöhte Angriffswertung oder gibt Korg eine erhöhte Angriffswertung, wenn er denn unabwehrbar ist. Und sie verursacht eine Blutung, die über 8 Sekunden einen Direktschaden von 2807 zufügt, hier in Jays Beispiel. Die 3. Superkraft, die Publikumsbegeisterung, steigt für 20 Sekunden um 9. Auch das ist ein bisschen ekelhaft, weil auch dann muss man halt wieder eine Zeit lang gucken, dass man dieses ekelhafte Paket ein bisschen umspielt kriegt. So, gegen den lieben Jay hier kann ich nicht kämpfen,
weil es halt nun mal nicht sein Profilbild ist. Ich habe mir einen rausgesucht, gegen den ich kämpfen kann. Wir kämpfen gegen ihn. Er hätte ja auch gleich auf Zweikampf drücken können, ne? Wir kämpfen gegen ihn, indem wir jetzt erstmal die 3-Sterne-Version von Symbiote Supreme benutzen werden. Einfach um überhaupt erstmal zu sehen, wovon habe ich denn hier überhaupt geredet. Also, die Gesteinsschildladung ist grau, da steht eine 9 drunter. Ihr habt gesehen, ich habe ihn pariert, er hat es abgeworfen. Jetzt nicht. Das ist halt die entsprechende Chance. Symbiote Supreme, der hat Energieschaden, das heißt, ich kann ja munter fröhlich drauf rumklopfen. Allerdings ist seine Publikumsbegeisterung bei 9. Und damit war er nicht abwehrbar und unaufhaltsam. Und das Ausweichen, das ich hier begangen habe, rein intuitiv durch das Kämpfen, hat es nur schlimmer gemacht. Viel schlimmer. Sehr viel schlimmer. So, wir machen das Ganze nochmal. Diesmal mit einem etwas stärkeren Champion, mit einem anderen Champion auch. Gucken wir uns eine andere Sache an. Und zwar nutze ich herzlich gerne den Captain. Auch den Kampf werde ich jetzt verlieren. Das ist jetzt Versprechen. Wir verlieren nämlich Trefferpunkte. Ne? Ihr seht, ich bin nicht getroffen worden und trotzdem nimmt Captain hier Schaden, einfach weil ich, wenn Gesteinsrüstung aktiv ist, ihn mit mittleren Angriffen angreife. Das war blöd. So. Mal sehen, ob ich es hinkriege. Erste Superkraft ausweichen. Nein, habe ich nicht. So, jetzt sollte... Ich hoffe, ich habe nicht zugeschlagen. Ich habe nicht zugeschlagen. Ihr seht, wie wenig Schaden Kork nimmt aufgrund der dritten Superkraft, weil noch eine Gesteinsladung aktiv war. Na toll. Guckt man einmal zum falschen Bildschirm. So. Doch noch gewonnen. Wer hätte das gedacht? Er hat halt weniger Schaden genommen, weil ich, als er eine Gesteinsladung aktiv hatte, die dritte Superkraft gezündet habe. Normalerweise würde Cap gerade in Assassin's Range alles aus den Latschen hauen, was ihm da entgegenkommt. Zumindest so in diesen Zweikampfgeschichten hier. Kork reduziert das aber echt enorm. Und das kann Kämpfe echt unglaublich lang machen. Kann. Kork hat hier im How to Destroy Video einige Versuche gebraucht. Es ist geschnitten, es ist deshalb geschnitten, weil ich euch mein Versagen jetzt nicht wirklich antun wollte. Das Ganze halt wirklich nur auf das Wichtigste und Nötigste zu beschränken. Also, Kampf beginnt, im Block stehen bleiben. Das war schlecht. Das war ein Light Intercept. Ein Light Intercept. Das war ein Parieren. Mist. So, wenn er ankommt, da ist er. Falsches Timing. So, und jetzt sehen wir im Vergleich auch noch mal die dritte Superkraft, wie viel Schaden sie macht, wenn keine Gesteinsrüstung aktiv ist. Und dann fällt er halt an der Stelle um. Das Light Intercept ist, wie gesagt, nicht einfach. Das ist eine Möglichkeit, wie man damit umgehen kann. Die andere zeige ich euch gleich. Hier sehen wir noch ein paar Light Intercepts. Light Intercept ist das Können zu erahnen, wann der Gegner auf euch zustürmt und noch kurz bevor das passiert zuzuschlagen. Das ist, wie gesagt, nicht ganz einfach. Das bedarf echt unglaublich viel Übung. Das ist eigentlich gar nicht so schwer.
Man muss es halt nur üben, man muss es in Fleisch und Blut letzten Endes trainieren. Und das ist natürlich auch ein bisschen von der KI abhängig. Wir sehen hier ein Light Intercept. Kork geht, nachdem wir aufeinander zulaufen, kurz in den Block, dann läuft er los. Und das war der Moment, noch bevor er losläuft, wo ich auf den rechten Bildschirmrand getappt habe und habe ihn so intercepted. Also dieses Erahnen der KI, wie die funktioniert, wie der Gegner funktioniert, das ist Trainingssache. Hier sehen wir gleich das nächste, wie man Kork ebenfalls umgehen kann, seine Fähigkeit umgehen kann. Ihr habt gerade gesehen, er hat ein Heavy gezündet und ich habe mit leichten Angriffen gekontert. Es geht euch zwar ein Schlag in die Luft verloren, aber es ist die leichteste Art, ihn runterzukriegen. Also passt auf. Es ist so eine Mischung aus allem, ne? Aus Light Intercept und aus dem, was ich euch gleich zeige. Aus dem Können der ersten Superkraft auszuweichen und insgesamt mit ihm umzugehen. Ne? Also man muss alles irgendwie ein bisschen drauf haben, um wirklich richtig erfolgreich zu sein gegen ihn. Gerade wenn er auf dem Bossknoten steht im Allianzkrieg. Vergiftung sehen wir hier. Nimmt er ganz regulär. Insofern sind Vergiftungs-Champion, was Debuffs angeht, Schaden über Zeit, sehr sinnvoll. So, hier sehen wir es. Kork zündet einen schweren Angriff. Der Angriff ist kurz zu Ende. Also noch während er den ausführt, wird der erste leichte Schlag gemacht, der in die Luft geht. Und dann könnt ihr ihn ganz regulär weiter mit leichten Angriffen bearbeiten, um seine Gesteinsschildladungen zu reduzieren. Das klappt nicht mit jedem Champion. Die leichten Angriffe brauchen eine gewisse Reichweite. Proxima, Captain America Infinity War klappt nicht. Wie wir hier sehen, Voodoo, das klappt. Und es klappt auch mit Corvus Glaive, was sehr, sehr angenehm ist. Wir sehen uns jetzt an, wie komplette Kämpfe laufen. Hier gehen wir über den Schweren in Kork hinein. Zweimal hintereinander. Ein drittes Mal, das klappt leider nicht. Ein viertes Mal klappt leider auch nicht. Hier durch Zufall intercepted, voll lauter Schreck noch einen auf die Fresse gekriegt. Dann mit dem Light Intercept weitergemacht. Mit dem normalen Intercept, das Ganze dann zum Ende gebracht, weil die Steinschildballung zu Ende war. Nochmal eine Superkraft ausweichen und fertig ist der Lack hier im Zweikampf. Nächster Kampf ähnlich. Schweren kriegen wir gezogen. Bleiben im Block, holen einen Light Intercept. Bleiben im Block hier, holen wir dann wieder den Schweren. Leider zu früh. Das Timing ist trotz allem wichtig. Weder zu früh noch zu spät. Steinschildladungen sind weg und damit ist das Ganze ganz einfach handelbar und fertig ist der Zweikampf hier. Kommen wir nun zu den Superkräften. Wir sehen hier Superkraft 2. Nochmal in Zeitlupe. Wir weichen ihr im besten Fall so aus, wenn er zurückgeht und vorhechtet, beim Start des Vorhechtens zurückweichen, die Geschickmeisterung dabei nutzen, im Block stehen bleiben, nach dem ersten Ausweichen stehen bleiben, warten, warten, warten und erst kurz vor diesem Schlag, den ihr hier seht, nochmal zurückweichen und dann könnt ihr ihn wieder angreifen. Ihr müsst nicht mehrfach zurückweichen, das eine Mal reicht. Erste Superkraft ist ein bisschen tricky. Wie ihr diesem Tritt hier ausweicht, bleibt euch überlassen. Das Wichtige bei der Sache ist, kurz bevor er seine Waffe in die Hand nimmt, und zwar hier, müsst ihr den Block loslassen und dreimal zackig zurückstreichen. Orientiert euch bitte nicht an der Grafik. Das ist nur eine Timing-Sache. Ihr müsst das rechtzeitig genug vorher machen. Es ist ein fließender Ablauf. Und dann klappt auch das. Wir sehen uns das nochmal an. Kurz bevor er seine Waffe in die Hand nimmt, weichen wir zurück. Hier tritt er. Wir haben schon einen guten Abstand hier. Kurz bevor er seine Waffe in die Hand nimmt, ist das der Moment, wo der Block losgelassen wird. Dreimal zackig nach links streichen. Nicht auf die Grafik achten. Und damit zieht ihr ganz einfach die erste Superkraft. Ja, Freunde, das war's. Im weitesten Sinne zu Kork. Ich hoffe sehr, dass ich euch ein möglichst vollumfassendes Bild auch
von diesem Champion zeigen konnte und wie man am besten, am ehesten mit ihm umgeht. Solltet ihr an irgendeiner Stelle auf Probleme stoßen, die ihr selbstständig nicht lösen könnt, beziehungsweise ich in diesem Video mit den Tipps einfach nicht gut genug war, euch helfen zu können, nutzt bitte die Kommentarfunktion hier unter dem Video, stellt eine Frage, was der Kork macht, wo genau der steht, was da Phase ist und wo genau ihr das Problem habt. Und dann kann ich euch da auch sehr, sehr gut durchlotsen. Dafür ist es ja schließlich da und das mache ich auch sehr, sehr gern. Im Anschluss an dieses Video, ich wollte es euch nicht vorenthalten, ich habe ein paar Tage für die Produktion gebraucht. Es ist so viel Grütze passiert, so viel unnötiger Kram auch. Ich wollte es euch nicht vorenthalten. Ich habe euch das Lustigste mal rausgesucht, wo ich mich selbst vor Lachen bepisst habe, dass ihr euch mal angucken könnt, was für ein Scheiß hier einfach zwischendurch gelaufen ist und dass ihr euch auch mal selbst totlachen könnt, was man so alles bei Quark falsch machen kann. Bis dahin wünsche ich euch sehr, sehr viel Spaß damit. Ich hoffe sehr, ich konnte euch helfen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Freunde, macht's gut. Bis bald. Na toll, das fehlte mir jetzt noch. Mist. So schon mal nicht. Ja, richtiges Timing ist wichtig. Parieren lassen sollte man sich natürlich auch nicht. Und das ist es, was es so schwer macht. Das gibt's doch gar nicht. Okay. Steht ihr an der Wand und er nutzt einen schweren. Lasst euch nicht hauen. Geht einfach dazwischen rein. Das ist eh vorbei, der Kampf. Und das werde ich definitiv hier rausschneiden. So, haben wir aber auch mal die dritte Superkraft gesehen. Na, super. Wo ist mein Ladekabel? Ach du meine Güte. Mist. Das schneide ich alles raus, könnt ihr euch aber sicher sein. So ist das, wenn die Ladekabel sonst wo liegen in der Wohnung. Mal sehen, ob das hier funktioniert. Das klappt, ich bin ja begeistert. Na komm. Das gibt's doch nicht. Cap hat kaum die Reichweite dafür. Ich glaube, er ist nicht der Richtige, um das zu zeigen. Ich fürchte, das muss ich anders machen.